jetzt aber. Jetzt Krise. Beim Frühling kriselt. Es kriselt ein bisschen, sagen wir jetzt mal, im Westen und im Süden heute Vormittag. Heute Nachmittag wird es auch schon wieder besser, vor allem im Westen. Aber im Nordosten, also bei uns, weiterhin Sonnenschein. Wir gucken mal auf die Karte. Ja, wenn man dann wieder im Westen und Süden anschaut, da haben wir tatsächlich manchmal nur 1 bis 2 Sonnenstunden. Die Einzelheiten vom Wetter, nämlich zum Beispiel, wie warm es eigentlich heute wirklich wird, das erfahren Sie gleich von mir. Der Kollege Klug hat mir gerade in den Kopf geworfen, ich sei alt, nein, weil ich mit der Frisur dieses Jünglings nichts anfangen kann. Ach, ja, dann fiel auch noch der Satz, du könntest deine Mutter sein. Komm mir zum Wetter. Das Wetter. Ich finde, die Frisur fand ich eigentlich ganz okay. Du auch? Nee. Ich sag nichts mehr. Ich bin raus aus der Nummer. Wir beide. Vorbei. Ich bin auch drin. Ich mach das Wetter. Ja. Da ist schon die Kamera. Also, das hier ist eine ziemlich miese Masche. Die können Sie auch nicht sehen, aber die zeige ich Ihnen. Es sind 3 gegen 1. So leicht lässt sich Steffi, das ist das Hoch über Osteuropa, aber nicht ins Boxhorn jagen. Sie hält sich wacker und zumindest im Osten Deutschlands heißt das für uns heute nochmal Sonnenschein. Richtig blöd wird es heute tatsächlich am Mittelmeer. Hier gießt es heute in Strömen. Ich schaue mal, ob irgendwas hinter mir passiert. Nein, außer dass Sie sehen, dass über Berlin ein sehr strahlend blauer Himmel ist, aber eben nur über Osteuropa. Ich erzähle es Ihnen im Einzelheiten. Also, ich erzähle Ihnen kurz in Einzelheiten. Heute Vormittag im Westen Wolken und Regen. Südwesten regnet es am meisten und so bleibt es auch den ganzen Tag. Im Osten Sonnenschein, das Ganze bei 20 bis 25 Grad. Dort, wo es regnet, nur 16 Grad. Und die weiteren Aussichten, es bleibt wechselhaft unbeständig mit Regenschauer und so weiter und so fort. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir gucken mal, wie es weitergeht. Es ist weiterhin so, es wird kühler, nämlich nur noch 20 Grad bis Donnerstag. Und dann, ja, was machen wir dann? Um Gottes Willen. So wie es jetzt ist, ist es gut, oder Mir? Definitiv. Wobei ich Thomas gerne mal mit Mitte 20 noch gesehen hätte. Du wärst bei... Lass mir das. Noch besser geht noch gar nicht, oder? Also, das Wetter? Ja, das Wetter. Ja, ich glaube auch. Meinetwegen hätte es ewig so schön wie in den vergangenen Wochen weitergehen können, aber hier sehen Sie es in aller Deutlichkeit, es geht nicht nach meiner Nase, eigentlich eine totale Unverschämtheit. Von Westen her kommt ein ganzer Schwung neuer Wolken, am Mittelmeer braut sich richtig was zusammen. Besonders heftig regnet es heute in Italien, 200 Liter pro Quadratmeter werden hier heute erwartet. Bei uns ist allerdings alles nur halb so wild, vor allem im Norden sieht es doch eigentlich ziemlich nett aus. Im Westen gibt es zwar ein paar dicke Wolken, da kommen vorbei und es regnet auch, aber ansonsten viel, viel Sonnenschein. Gerade im Nordosten, auch hier in Berlin, also bin ich schon wieder versöhnlich gestimmt. Im Süden schauen Sie während der Arbeit mal nicht sehnsüchtig nach draußen. Es regnet nämlich lang und ausgiebig, vor allem entlang des Rheins und auch Richtung Main bekommen Sie richtig was ab. Ja, aber dafür alter Sonnenschein östlich der Donau und auch in Oberbayern. Ganz logisch, dort wo die Sonne scheint, wird es warm, nämlich nochmal bis zu 25 Grad. Und dort wo es regnet und die Wolken sich breit machen, haben wir nur noch 16 bis 19 Grad. An diese Woche können Sie irgendwie im Süden und im Westen frühjahrstechnisch einen Haken machen. Unbeständig zwar auch mal Sonnenschein, aber immer wieder Regen und Schauer. Im Nordosten bekommen Sie davon überhaupt nichts mit. Weiterhin viel Sonnenschein, bei morgen nochmal 25 Grad. Aber jawohl, auch hier wird es kälter. Donnerstag nur noch maximal 20 Grad.